Okay. Ah, wat? Kann ich das? Nee. Nee, geht auch nicht. Ja, stimmt, deswegen man sieht, da ist nichts dabei. Ach, Mann. Ich muss doch irgendwie da das. Wenn jetzt noch ein noch was bekommen? Warte mal. Ich habe ja noch einen Antrag, oder? Bin ja doch so gut drin. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Holla, Strich 5, 5. So. So, rein damit. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Und ich erst. Das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Sch. Hm, anhand der Besch. Also bei dieser Pfuscher. Stimmt, das ist ja der gleiche noch, ha? Antragstür nur zum Au. Was? Zahnbürste? Wenn ich ihm schon im Schlaf auf die. Was genau genommen noch besser so ist. Aber warum kann ich Zahnbürste in die Rohrpost schmeißen? Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Das heißt, man soll bei Rot. Es heißt, man war nie Bräuner. Ich habe Rohrpostleid, auch wenn sie. Soll ich die Zahnbürste vielleicht da reinhauen? Türsensor. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für. So langweilig das auch. Aber mit diesem Gerät lassen sich wirklich nur. Solange ich. Warum habe ich auch keine Wasser- oder einen Konzertflügel? Wenn ich ihm schon. Ich habe ihn nicht außer. Ich habe ihn außer. Der hat nix. Er hat ihm nichts zu sagen. Oder warte mal. Soll ich die Kotze vielleicht. Vergiss es. Du. Und wer will mich dran hindern? Na, ich. Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Schraubenzieher? Vergiss es. Du kommst erst vorbei. Und wer will mich dran hindern? Na, ich. Ach ja, das leuchtet. Vorpuscht. Vergiss es. Du kommst. Und wer will mich. Na, ich. Ach ja, das. Arschloch. Kann ich die Kotze irgendwie aufbürsten oder was? Natürlich nicht. Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-off in Planung. Tja, da passiert überhaupt nichts.
habe was vergessen. Ja, was haben wir denn da vergessen? Ja, die Hormone wollt's ja nicht. Ja, du kommst schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das... Das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Tattoo hin oder sie ist viel zu weich für den Krieg. Soll ich ihr das vielleicht geben oder die Buttermilch? Papa, die Hormone nimmt's ja nicht. Ich versuch mal was. Lotti hat zwar jahrelang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit Krankenhauskeimen. Kuhfuß? Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wie kommt jetzt die da her? Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Oh, Liegestuhl. Hat der damit auch? Kann ich die Klappliege hier nehmen? Klar. Ich meine, klar. Klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitung. Dann eben nicht. Kuhfuß. Ah! Damit kann ich die Kiste aufstemmen. Liegestuhl? Gebe jetzt nochmal alles dem Kanal Heinzle, den Kanal Rufus. So. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Nee, nix Kusch. Hey, ihr Zwerge. Anmarsch. So, aber jetzt. Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben die vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Voll süß. So. Jetzt brech heißt, jetzt komm. Aufmachen. Bananen. Naja, hätte schlimmer kommen können. Wenn ich die Quantentheorie richtig verstanden habe, bestand eine 50-prozentige Chance, dass ich eine tote Katze finde. Bananen. Dann nimm's halt mit. Kenn ich doch. Wo ist der See? Ziemlich magere Ausbeute für solch eine große Kiste. Ja, die geben wir jetzt dem Guten, oder? Da haben wir jetzt nichts mehr gehabt, ne? Oder warte mal, das müssen wir dem Affen geben. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Aber zurück. Das geben wir jetzt dem Affen. So, bitteschön. Happa, Affe. Na, will das Äffchen eine Banane? Nennst du mich etwa einen Affen? Ich hätte schon gerne eine Banane. Kommt nicht in Frage. Schlimm genug, dass ich den Affen spielen muss. Da muss ich mich nicht auch noch beleidigen lassen. Aber du bist nun mal der bessere Affe. Was willst du damit sagen? Ist doch egal jetzt. Ich habe Hunger. Und so wie du dich anstellst, bekommen wir nie die 5 Slotty. Ich nehme die Banane. Ach, du triffst jetzt die Entscheidungen, oder was? Oh, Entschuldigung. Ich und mein Affe nehmen gerne die Banane. Du wagst es? Oh, kloppen die sich jetzt gleich? Hey! Komm zurück, du Affe! Mist! Oh, weg ist er! Oh, ach cool, da kann ich ja kurbeln! Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Nimm ruhig! Ich brauche erst einen neuen Partner, bevor ich wieder leiern kann. Und diesmal bin ich garantiert nicht das Äffchen! Aber denk dran, ich brauche die Kurbel zurück. Ja, klar. Kannst du mal so davon vergessen hier? Fez? Was ist ein Fez? Ein Fez. Hey,
Was soll Ach so, denn? Ja, der Hut. Filz in Ruhe. Ich dachte, du willst nicht mehr das Äffchen spielen. Will ich auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du einfach all meine Sachen klauen kannst. Wer sagt denn was von klauen? Ich wollte dir nur helfen, einen neuen Partner zu finden. Dann bring mir erst einmal die Kurbel zurück. Woher brauche ich eh keinen neuen Partner? Was ist da noch? Wagenheber. Aber die Kurbel? Kurbel, Auswurfkraft? Kann ich das? Und blind? Aber hier, Wagenheber, was kann ich damit machen? Irgendwas fehlt an etwas zum... Und es müsste gehen. Was? Da kann er rein. Kann er dran. Auch so. In diesem Jahr geht der Preis für das dämlichste Inventarrätsel an die Kurbel. Applaus, Applaus. Gun braucht was zum Sitzen. Machen wir später, ich will jetzt mal kurbeln. Mes amigos, möge dieser Wagenheber euren Wagen in ein besseres Leben heben. Eben. Eben. Eben, eben. Rufus, Poet, Menschenfreund, Brückenpatient. Was? Gun? June? Alles okay bei euch? Ja. Okay. Das muss ich mir jetzt mal ansehen. Holla. Also, Ha, Luft. Reine Luft. Die Luft ist hier so rein. Na, alles gut? Kennst du gar nicht. Frischluft. Alter Haudegen, was machst du denn hier? Hey Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt, aber ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben, aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Hab ich das? Sehr seltsam. Also ich kann jetzt nochmal mit ihm sprechen, oder was? Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Wie ist es dir ergangen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Stimmt. Ihr beide seid so richtig zusammen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Aber Guse, aber Jude ist schon richtig heißer Feger, muss ich echt sagen. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Gun, deine Grasallergie. Hey, dann steht dir halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dass die Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Was? Ja, bis dann. Ciao, Rufus. Her mit dem Hinweis. Was haben wir jetzt hier? Hinweis. Gun und June helfen. Heizstrahl als Blut. Ins Freie locken. Stimmt, wir haben ja den Liegestuhl. Ja, genau, Waldi, das hast du mir ja schon gesagt. Aber Heizstrahler kannst du mir trotzdem geben. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Sorry, Rufus, den brauchen wir noch. Obwohl es hier schon viel wärmer ist. Warum kommt ihr nicht einfach raus in die Sonne? Aber Gun. Herrje, dann steht ihr. Das ist ohnehin nicht gut. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay. Andere Idee. Kann ich den Heizstrahler haben, wenn ich euch eine Sitzgelegenheit organisiere? Na gut. Deal. Solange es kein elektrischer Stuhl ist. Ich hab schon Deal gesagt. Ach. Ja, nichts einfacher als das. Warte mal. Wir haben noch da was. Liegestuhl. Bam. So. Na, bitteschön. Macht's euch bequem.
Ich habe hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow, Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja, danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Eben. Voll motiviert. Na, hört's was? Ja, dann, jetzt kann ich doch den Heizstrahler bekommen, oder? Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Ja, nimm ihn ruhig. Immerhin können wir uns gleich in die Sonne legen. Oh Junge, ich kann es kaum abwarten. Auf Vorsicht, verbrenne nicht die Pfoten. Klappst du gut. Geht es voran? Nicht wirklich. Ich wünschte, man hier muss hier auch Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht alles haben. Aber hat doch Lotti gehabt, oder? Warte mal. Die hat doch eine gehabt, oder nicht? Ja, du kommst schon, das Tor ist doch... Nein, ich muss warten. Tattoo, hin und siehst viel. Da gibt den Heizstrahler den Kanal, Rufus. So. Dann richten wir uns jetzt mal als Lager ein, oder? Zumindest ich versuch's. Nachtlager? So. Heizstrahler. Kriegen wir mal da rein. Ich hab die geile Idee. Ja. Nur noch Stromibert. Stromibert, ja. So. Muttermilch. Ja, für die Kinder. Warte mal. Erstmal Strom drauf. Kein Strom. Oh. Na, Muttermilch. Für euch. Na, meine lieben Rotzis, ihr habt doch sicher Hunger. Nicht? Kommt drauf an. Hat das damit zu tun, ihn nicht weiter hinterherzulaufen? Ja, so ähnlich. Dann nicht. Antenne? Er hat schon eine Antenne. Was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Eine Kochshow? Genau das Richtige zu... Wo sollen wir hier denn schlafen? Es ist viel zu kalt und dunkel. Die Sicherung kriegen wir jetzt nicht so eine Weile aus, ne? Ich steck zu für ein Wunder. Die Dinger sind so... Brauche einen Schraubenschlüssel. Soße. Ah. Warte mal. Wegen die Teigtaschen. Vielleicht sind das diese expliziten Sachen. Wie sieht Anhimmel von putzig? Nicht süß. Wer jetzt so? Ach, Gun. Ja, und wie? Nein, das meintest du ernst, ne? Schuh war lange genug oben. Ah! Ja. Soll ich wieder kurbeln? Warte mal. So, Rotzis. Aber es ist dunkel und kalt. Bisschen Angst. Oh, Meckerkatze.
Ja, dann kurbeln wir nochmal, ne? Kurbeln kommt immer gut über die Runden. So. Sag mal, wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Ach komm schon, noch eine Runde. Gut. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Ja. Nee. Warte mal, was mache ich denn da? Ja, was tut denn jetzt? Oh. Gut, bist du traurig? Was ist los? Oh, June ist fort. Ach, Frauen. Dabei fällt mir ein, du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Die Teigtasche schon? Hallo. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. Ach komm schon. Nicht ohne... Ah. Für mich erst... Gute, davon... Da brauchst du einen Job. Jetzt können wir es ihm geben. Und ein Boris Pack. Ja, wenn du kein Geld hast, dann geh arbeiten. Sitz da nicht so faul rum. Ich habe hier eine interessante Stellenanzeige für dich. Na. Männliche Aushilfskraft gesucht als Teigtaschenverkäufer? Du Rufus, ich weiß nicht. Was ist denn das? Ein schmucker Bewerber? Was? Hey! Oh, leck! Teigtaschen, nur ein Slotty 25 das Stück. Bravo, Zugabe! Köstlich! Hey, Goon! Teigtaschen, nur ein Slotty 25 das Stück. Wow! Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so somnambul. Teigtaschen. Somnambul. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Ja, logisch. Skulli? Huhu. Keiner da. Hat jetzt gemeint, ich könnte wieder mit ihm reden. Warte mal. Kann ich ihm jetzt die Zutaten geben? Nützt mir das was? Bratensoße. Warte mal. Ich versuch's jetzt mal. Bitteschön. Hey, Goon, willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau, gut machst du das. Teigtaschen. Teigtaschen. So ist er nun doch ein Nütz, wenn das kein Happy End ist. Hab wahrscheinlich nichts genutzt, warte mal. Ob die miteinander reden sollen? Oh cool, June ist traurig. Ihr kennt Busch. Traurige June. Gulli Gitter. Was gibt's? Kommst du voran? Klar. Und du? Und wie? Super. Sag ich ja. Genau. Ja, nicht schlecht, was sich zu vergewissern, dass der andere noch am Leben ist.
Alles klar bei dir? Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. Boone und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Tja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Oh, warum ist sie so traurig? Sie weint so bitterlich. Das kann ich einfach nicht mit ansehen. Besser, ich stelle mich andersrum auf. Also sollen wir sie einfach weinen lassen, oder wie? Oder soll sie den Affen spielen, oder was? Oh Gott, ist ja böse. Hey, was soll denn das? Lass meinen Fetz in Ruhe. Ich wollte dir nur helfen, einen neuen Partner zu finden. Dann bring mir erst einmal die Kurbel zurück. Woher brauche ich eh keinen neuen Partner? Ja, da ist doch die Kurbel. Nimm's doch einfach ab, du Depp. Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt. Aber... Nein! Hey! Aber... Nein! Hat er doch schon. Hey, lass meinen... Ich wollte dir nur hin. Dann bring mir erst einmal die Kurbel zurück. Woher brauche ich... Kurbelauswurfknopf. Ah, jetzt hat... Ah, genau. Der ist ja eingerastet. So, gib mir die Kurbel wieder zurück. Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo. Na dann. Jetzt gib mir den Fetz. Hey! Was soll denn das? Willst du jetzt das Äffchen spielen? Käme ich nicht im Traum drauf. Dann lass meinen Fetz in Ruhe. Es sei denn natürlich, du kennst jemanden, der diesen Job übernehmen würde. Mal gucken. Kenne ich jemanden, der gerne in der Gosse das Tanzäffchen für einen Affen spielen will? Ich würde dir auch meine ersten Einnahmen als Vermittlungsprovision geben. Vielleicht fällt mir doch jemand ein. Zeig ihnen den Fetz. Er ist das einzig Coole an dem Job. Ja, der Fetz, der schaut schon ziemlich stylisch aus, oder? Können wir uns selber mal anziehen, oder? Fetz, komm. Sei nicht traurig. Ich habe einen Job für dich. Als Affe. Danke, Rufus. Aber ich will nur zurück zu meinem Gun. Ja, aber wenn du einen Job hättest, könntest du dem Leierkastenäffchen die Kurbel abkaufen. Meinst du? Dieser schmierige Typ hat schon öfter versucht, sich an mich ranzumachen. Was müsste ich denn tun? Ach, nur ein bisschen Support für seinen Show-Act. Kaum der Rede wert. Das klingt nicht so übel. Sehr gut. Alles Weitere kannst du ja mit ihm aushandeln. Ich trommel derweil schon mal das zahlende Publikum zusammen. Yeah! Weil wir brauchen Publikum anscheinend, ha? Huh? Den Pub besuchen. Die Kinder loswerden. Haben wir ja schon. Was gegen Kälte und Dunkelheit finden. Ja gut, hat. Jetzt müssen wir wieder zum Äffchen zurück, oder? Oder wie ist das jetzt? Hast du schon jemanden gefunden, der für mich den Affen spielen will? Das habe ich allerdings. June wird den Job übernehmen, wenn sie dafür die Kurbel bekommt. Die schöne June wird für mich den Tanzaffen spielen? Oh Junge, ich muss mich unbedingt vorher noch mal lausen. Kurbel? Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Ich dachte, du wolltest mir einen Tanz... Ja, und? Wie, ja, und? Was soll ich denn mit einem Tanzäffchen? Oder hattest du gar... Ja, na, hör mal, ja. Wenn du dich umentscheidest, will ich... Publikum. Im Pub ist doch bestimmt reichlich Publikum drin. Aber... Wir brauchen Strom. Schwimmt mit der Welle oder fließt mit dem Strom.